Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dem Herrn gleich. Ja, der Rich BGE ist da, Leute, und das wird heute das Thema Nummer 1 in diesem Video sein. Wir werden uns die neuen Karten hier bei den Golden Turds angucken, bei den Super Epic Packs. Was bringt der BGE überhaupt für Effekte mit? Und ja, welche Combo Masteries haben wir? Was für eine neue Tire-Box ist da? Also heute ist auf jeden Fall volles Programm angesagt. Doch jetzt erstmal in eigener Sache. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, das hat er ja sofort super gemacht. So, also. Jetzt geht's los. Wir schauen wie immer zuallererst in Mamas altmodische Gartenschatulle rein. Da haben wir nach wie vor den Mythic Zoidberg am Start. Der ist richtig cool. Also wenn jemand in die Geheimnisschatulle Gems reinsteckt, dann sollte er das jetzt vielleicht machen. Also weil den Pull, da springt ihr im Dreieck, wenn ihr das schafft. So. Ja, hier als allererstes neu. Wir gucken jetzt erstmal, bevor wir überhaupt loslegen, schauen wir erstmal in die Events rein. Dann gehen wir mal hier runter und dann gucken wir mal. Fish full of dollars. Get the money bags out. All rich cards are cheered for 50% of the base attack value every turn and are shielded for 20% of the base health every turn. So. Also, 50% Angriffsbonus. Und 20, also was den Angriffswert, den Basisangriffswert anbelangt und 20%, was den Basislebenswert der Karte anbelangt. Schild. So. Das merken wir uns und mit diesen Werten gehen wir jetzt mal hier rein. Jetzt haben wir hier als allererstes neu die Lord Griffin Tirebox. So. Da gucken wir mal rein hier, was da so am Start ist. Der Lord Griffin natürlich, die legendäre Pre-Combo hier. Da haben wir schon mal 9-fach Angriff, 40 Leben. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass diese Karte zum Beispiel 8 Schildpunkte hätte und 50% Angriffsbonus. Das heißt also, du wärst jetzt hier automatisch bei, sage ich mal, 13 oder 14 Angriff. Ne? Da hast du hier noch Heilen, dann hast du noch Berauscht und dann hast du noch Gas. Also auf jeden Fall, boah, interessant. Ne? So, dann haben wir Sack Zentmünzen. Gucken wir mal, wie sieht es denn hier überhaupt aus, wenn die nur einfach ist. Okay. Da haben wir eine Mauer, da haben wir Cheers und da haben wir hier Punch. 9,27 ist der Wert. Dann haben wir den Peter. 6,29, aber ist auch Drunk. Brauchen wir ja gar nicht weiter uns mit zu beschäftigen. Erstmal, es gibt ja auch Rich-Peter-Kombos. Daughter-Rife oder Daughtery-Chateau. 13,19. Okay. Dinner Date Front. So, wir machen jetzt folgendes. Wir schauen jetzt mal hier in die Kombos rein. Und hier wird es dann eben jetzt wirklich interessant werden. Ne? Also nehmen wir mal hier zum Beispiel so einen SWAT Bob. Ja, der hat ja schon 20,52. Der hätte dann 30 Angriff. Und dann nochmal 10 Schild mit hinzu, zu den 25, zu der 25er Mauer. Also das ist schon crazy shit, ne? Das dürfte, also, da darf man nicht vergessen. Kleider aus Geld hier. Der alte Steve. Auch hier interessant, was da möglich ist dann. VIP Cruise, so sieht diese Karte aus, okay. Klar, wieder der SWAT Bob.
Wenn das Weisenarium, das ist jetzt momentan ja als Combo Mastery drin, seht ihr hier mit einem Bänder und Sack Centmünzen. Und da könnt ihr euch jetzt schon für die 1000 Steine mal eine Krone für leisten. Ne? So, und wenn man jetzt die aktuellen Werte sieht, ne, das wäre schon echt nicht so schlecht. Der Mushu ist auch bekannt. Amys sprechendes Tattoo. Halt dein Maul und nimm mein Geld. Klar, ist schon bekannt. Diamantenringlois, hier die Heidelberg-Lieferantin. Dream Millionär, jetzt sehen wir auch mal, wie die Karten aussehen. Alter Steve, reiche Haley, Stance Grill. So. Definitiv interessant. Jetzt gucken wir mal bei den neuen Kombos hier. Also da wird mit Sicherheit auch noch was. Count of Monte Hall. Alter, guck dir das mal an. So, jetzt schau dir das mal an, was das Ding hier, was der kann. 20% hätten wir hier auch schon einmal. Zehnfach Schild. Dann hätten wir hier auch nochmal 7 Angriffspunkte mit hinzu. Das heißt also, du wärst bei 22 Angriff. Übel. Lord Griffin hier auch nochmal. Übelst. Also Lord Griffin ist ja... Also hier mit Mythic Peter, leck mich am Buckel, das Ding ist ja ein absolutes Mega-Monster und das hier ist ja noch gar nicht mal in irgendeiner Form hier gepusht, ja. Da hast du hier 1752, dann hättest du plus 8, 25, hier unten nochmal 10 Schild mit hinzu, 29 berauscht, 45 Gas. Alter Vater, Fur Coat Lois. Oh mein Gott. Heidelberg-Lieferantin hätte 30 Angriff. Puh. Country Club Steve. Okay. Country Club Stan, hey, zieht euch das Ding rein, ne? Country Club Stan, oh mein Gott, hier, der hätte dann automatisch 29 Angriff und 8er oder vielleicht sogar 9er Schild noch mit hinzu, das heißt also, wir wären bei 25 Schild oder 26 Schild, plus Punch, plus Gas, boah. Max Jets sieht, die Karte sieht ja schon mal mega geil aus, ja, und das Ding hier ist, alter Vater, 30 Angriff hätte der dann jetzt hier im BGE, wir hätten ein 10er Schild, wir haben 28 Revanche, 31 Punch, 13-fach berauscht, oh mein Gott, da wird's mir ganz schwindlig und dann kommen wir Free-to-Play-Spieler, hier mit irgendwelchen, das hier ist der Fake Sonjin mit unseren Drunk Decks an. Puh. Das ist einfach nur übel. VIP Cruise wäre das hier. SWAT Bob. SWAT Bob ist sowieso mega OP. Oil Recipes. Hard. Master Robert. Wenn das Orphinarium. Shiny Pebbles. Holy shit. Puh. Hier 50% drauf. Da wären wir bei 24 Angriff. Wir hätten auch wieder ein 10er Schild. Ja, 23 Revanche. 23 Leben. Wenn Combo gespielt wird mit hinzu. 21-fach Lähmen. Die Rich Lila. Oh my God! Millionaire Fry. Oh, sieht auch cool aus. Hier. Seine Zigarre raucht. Mega cool. Ja, und da unten der Hermes Schrott. So, also auf jeden Fall ist das hier echt der Ober-
Ober-Ober-Knüller-Knaller. Ja. Hier haben wir noch ein paar Epics. Epic Pre-Combos. Dream Millionaire zum Beispiel. Jetzt nehmen wir nur einfach mal hier diese Epic und dann schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Zum Vergleich mal zu einer Drunk Epic. Ja. Hier hätten wir jetzt 50% Angriff mit hinzu. Das bedeutet also, wir hätten jetzt 19 Angriff. Und wir hätten ein 8-fach Schild noch, 6er Mauer, 5-fach alle heilen, Cheers 6 und 8-fach Schild. Ja. Hardcore. Hardcore. Zum Glück hat die jetzt hier nicht irgendwas noch mit berauscht oder so. Da haben wir Cat Licking. Eine Animal Karte. Refreshing Crack. Eine Drogenkarte. Und den Kater Pewterschmidt. Können wir mal ganz kurz mit dem hier schauen. 12, 29, was für Kombos hier möglich sind. Das sind auch wieder die gleichen. Also derselbe Kram. Mit dem auch alles möglich hier. Wahnsinn. So, schauen wir mal in die Combo Masteries rein. Hier von dieser Tire Box. Und da fangen wir jetzt hier vorne einfach mal an mit Lord Griffin. Und Lord Griffin ist dieser da. Muss mal gucken, dass ich auch den richtigen dann drin habe. Das ist der da. Das hier ist Lord Griffin. Hier fehlen die Grafiken leider. Aber wenn wir das Ding hier einfach mal maxen, dann sehen wir auch schon beim Peter. Oh, ey, ich brauche unbedingt diese Karten. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wenn diese Karte Pewterschmidt, wenn die hier schon alleine normal farmable sein würde, das, was ich jetzt nicht beurteilen kann, das müsste ich einfach mal echt testen. Ich müsste mal meine Epics dann jetzt aufmachen, alle. Und davon habe ich ja sehr, sehr viele. Ob die da irgendwo auftaucht in dem Ding, das muss man dann einfach mal schauen. Guck mal hier, was da rauskommt. Ja, Gas, du hast Heilen und du hast Berauscht. 1857, das ist... Du hättest jetzt hier plus 9, da wärst du bei 27 und du hättest noch, 20% davon, das wären zumindest mal 11, also wärst du bei einem 11er Schild noch. Mr. Fischöder, Daughtery, das 300 Dollar Haircut. Müssen wir gleich einmal in den Super Epics gucken, was dabei rauskommt. Also diese Combo ist einfach nur unfassbar krank. Unfassbar krank. Und ich bin froh, dass ich einen Peter mehrfach gemaxt habe und da stehen gerne Spiele. Ich brauche nur noch hier diese Rich-Karten. Fur Coat Lois. Schauen wir uns jetzt auch mal an. So, hier können wir gleich auch maxen. Und dann sehen wir hier. Wow. Ich habe es ja bereits in dem anderen Video gebracht, ne? Also, boah. Jetzt sehen wir aber ja letzten Endes, was beim Rich BGE an Effekten rauskommt. Das heißt, die hätte jetzt 30 Angriff. Und 16er Schild, ne? Hier mit der Pewterschmidt. Unfucking fassbar, ja. Das Ding, das ist... übel. Übel, 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 übel. Und selbst hier unten mit der Crack Mansion. Oder hier mit dem Carter Pewterschmidt. Auch da, hier, schaut euch das mal an, was das für Werte sind. Das mit dieser Drecks-Epic. Ja, also das ist schon übel. Mein lieber Scholli. Dann haben wir das Blueberry Delivery Girl.
auch hier schauen wir jetzt mal wieder rein, was wir da haben. Blueberry Delivery Girl hier maxed out. Und da hätten wir 19-fach Angriff. Guck mal hier, das macht gar nicht mal so viel aus, ob du diese Pewter Schmidt da oben hast. Ja, in der legendären Version hast du 1976, hier hast du 1953. Macht natürlich eine Lebensanzahl was aus, aber hier die Werte sind gar nicht so gravierend unterschiedlich, ne? Also hier zu der Epic. Natürlich ist die Epic deutlich viel schwächer und müsste natürlich dann auch im Angriffsdeck irgendwo drin sein, ja, aber von den Werten her passt das. Ja. So. Ein Wahnsinn, Leute. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Bag of Nickels. Okay, dann die nächste ist die Dream Millionaires. Das ist diese hier. Dream Millionaire. Und auch da schauen wir rein mit einer Peggy Bag of Nickels. Also jetzt gucken wir mal, wenn wir das hier maxen. Was käme denn hier überhaupt raus? Ah. Golden Turd, das geht ja sogar mit dem Golden Turd, ne? Dream Millionaire. Mit dem Golden Turd. Und Golden Turd ist ja farmable. Habe ich aber jetzt bei den anderen nicht gesehen, ne? Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Bei den anderen war das Golden Turd, soweit ich das jetzt irgendwie in Erinnerung habe, nicht mit dabei. Hier kommt dann alle Heilen raus, Cheers und eine Mauer. Das ist mal gucken. Mit dem Golden Turd. Müssen wir mal echt schauen dann. Also. Ja, dann haben wir hier noch, also auch ein Mega-Kombo, Mega. Country Club Stan. Country Club Stan. Ist der hier. Auch da können wir mal schauen. Erstmal hier mit dem normalen Stan. Aber der Stan ist halt wirklich mega schwach, ne? Also so in der Grundversion mit nur 19 Leben, selbst wenn er gemaxt ist. Das ist nicht wirklich toll, ja. Das ist halt ein großer Nachteil. Aber wenn du den Stan hier in der Mythic-Version hast, dann zieh dir das mal rein, was das Ding da auf der rechten Seite hier dann plötzlich raushaut. Ja? Der Country Club Stan ist ein absolutes Monster in der Mythic-Version. Und ich kann das überhaupt nicht glauben, ey, was ich hier sehe. Also das sind ja Hardcore-Werte. Übelst, 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 übelst. Ja, und zuletzt natürlich der Master Robert, den finde ich persönlich jetzt nicht so mega. Geht hier mit dem Golden Turd zum Beispiel auch wieder. Aber gut, bei den Werten, wie gesagt, bei dem BGE, auch das hier interessant, ne? So, dann sind wir hier mit den Combo Masteries durch von dieser Tire Box. Jetzt schauen wir doch nochmal ganz kurz hier in die Info rein. Also wir kriegen Dream Millionär, wenn wir bis 700 Gems gehen. Zweimal Dream Millionär, das wäre dann diese, gehen wir nochmal hier drauf, Dream Millionär, die hätten wir zweimal. Bei 700. Das heißt, wir hätten die schon mal in dieser Form mit 1036. Okay. Alles klar. Wir haben 3 Puls. Wir haben 6 Forschungsbeschleuniger. Wir haben 600 legendäre Steine und 300 Gigawatts. Ne? Hier kriegst du eine Level 1 Legendary. Hier ebenfalls. Level 1 Dream Millionaire. Level 1 Dream Millionaire. Da hättest du sie gemaxt. Super Mythic Stones. Hier schon. Legendäre Steine nochmal extra. Und hier gibt es den Lord Griffin dann. Ah, das ist natürlich da hier schon echt Hardcore, ne?
Das hier ist echt schon hardcore. Das tut dann schon richtig weh bis Tier 5. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also, wie immer, der Rich BGE ein absolutes Monster. Ne? Dann haben wir hier nach wie vor das Mythic Tina Pack mit Cognac Bender, Beer Festival, Beer Tasting und Francine Smith. Plus den Eierflip Roger Tropical Drinks. Ja. Frage ich mich auch jetzt hier, naja. Sind wenigstens, glaube ich, das sind jetzt die letzten Drunk-Karten, die ihr dann sehen werdet in den Packs. Ja, und dann sind wir hier bei den Combo Masteries, aber schaltet dann noch nicht ab. Schaltet noch nicht ab, weil wir gehen nochmal die Golden Turds und die Super Epic Packs durch, ja. Gucken uns jetzt erstmal hier. Was war denn das eigentlich da hinten? Gegenwartspack. Toll. Für 2000 Gems. Soll es euer Ernst sein? So, hier haben wir jetzt als allererstes den Money Retriever. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Erste Combo für heute. Für 500 Gems. Am Start der Money Retriever mit Cheers. Also es ist ein Gene. Gehen wir mal runter zum Eugene Belcher. Mit Golden Turd zum Beispiel möglich, machbar. Oder mit dem Bag of Nickels, oder mit Money Retriever, mit Cheers. Stoß durch die Mauer. Oh. Ist schon interessant, das Ding. Aber, okay. Ist jetzt momentan echt nur interessant wegen dem Rich BGE, ne? Also, ich meine, du hast 18-fach Cheers. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kriegt dann irgendeine Karte eben 18 Angriffspunkte mit hinzu. Dann hast du selber jetzt momentan dann 33 Angriff bei der Karte. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 33 Angriff und hast noch 12er Schild. Boah, aber 500 Gems sind halt echt me mega. Und wenn der Money BGE rum ist, ist der Money Retriever auch uninteressant. Also ganz ehrlich, ein Thinker Ape. Der Denkeraffe, den fand ich früher mal richtig geil. Habe ich unheimlich gerne gespielt, noch hier in dieser Blauphase, sage ich mal, des Spiels, wo noch Epics richtig stark waren. Hier mit dem Vitruvianischen Menschen. Also mega geile Combo gewesen in der Anfangszeit. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der noch nicht so weit ist. Hier, das Ding ist cool. Mauer, Punch und Motivieren. Hier nicht ganz so stark da mit der Dress Rehearsal, was ich allerdings ja nicht so ganz nachvollziehen kann, weil Dress Rehearsal ja nicht farmable, nicht direkt farmable ist, so wie der Vitruvianische Mensch, den du eben über die Adventures bekommen kannst. Du kannst Amy und den Vitruvianischen Menschen über die Adventures bekommen. Aber gut, dann haben wir hier die Buzzsaw. Und dann sind wir auch schon hier unten bei Dr. Amy Wong angelangt. Hier wird es jetzt allerdings interessant, deswegen haben sie die reingenommen, Dr. Amy Wong, weil die halt hier rich ist, ne? Aber mit der Buzzsaw ist es ja dann eine Kunstkombo. Ich weiß jetzt nicht, ob's der Thinker Ape hat jetzt, dürfte nichts mit Money zu tun haben. Habe ich zumindest nicht gesehen. So, da haben wir eine Mauer, Punch und Motivieren. Ja, aber 500 Gems lohnt sich in der Situation nicht mehr. Hier haben wir Poplar Jingle Fry. Poplar Jingle Fry. Und das ist das hier. Poplar Jingle Fry. Mit einem Fry. Wer hätte das gedacht? Und dann haben wir Rubberneggers, Golden Fiddle, Courtney is Dead, Fahrtskool Jimmy Jr. und Earl's Gitters. Auf der rechten Seite kriegen wir raus. Hier Punch, Heilen und Cheers. 20 Angriff, 78 Leben. Sind wir nicht so wirklich im First-Hit-Bereich? Hier bei der Golden Fiddle kommen wir schon echt gut in den Bereich rein. Da sind wir bei 43 im First-Hit. Das ist eigentlich ganz, ganz okay.
Aber ja, muss sich jeder selber überlegen. Also wenn ich die Golden Fiddle maxed hätte und Philipp J. Fry maxed, oh, würde ich mir das schon überlegen, ob ich das machen würde. Ich meine, es sind 1000 Steine, aber es ist eine gute Combo. Definitiv. So, und jetzt aktuell Benders Orphanarium oder Benders Vaisinarium. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das jetzt mit Rich, was das mit Rich zu tun hat. Ich meine, ja, hier mit Heilen könnten wir eigentlich auch mal maxen. Mit der Pewterschmidt, Carter Pewterschmidt. Hier haben wir 21 Angriff, 52 Leben, 17er Schild, 17 Heilen, Rusty, Fischöder und also Mr. Fischöder, Daughtry, Chateau. Ja, jetzt lass uns mal das Ding hier mal so kurz mal abchecken. Ja, wir machen es hier mal mit dem Golden Turd. Mit dem Golden Turd geht es ja auch. Ja, wir müssen noch mal schauen, was mit dem Golden Turd überhaupt möglich ist. Also wir klicken da gleich mal rein und dann schauen wir mal, was man mit dem Golden Turd, was farmable ist, überhaupt anfangen kann in diesem BGE. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz interessante Frage. Also wenn wir jetzt das Golden Turd hätten, ja, was die einzige definitiv farmable jetzt hier momentan ist, da könnt ihr euch über die Adventures ganz viele, wenn ihr sie nicht schon hattet und schon wieder recycelt habt, könnt ihr euch ganz viele von holen. So, also hier hätten wir jetzt bei Benders Orphanarium, wir haben einmal 16-fach Heilen. Ja, das ist gut. Dann haben wir ein 16er Schild. Das ist auch gut. So, wir bekommen mit hinzu 10 Angriffspunkte. Das heißt, wir werden schon mal bei 31 Angriff. Das ist auch gut. Und wir kriegen 20% Schild, was hier bedeuten würde 8. 9, noch, also 9er Schild auf diese Karte direkt selbst, ja. 9er Schild. Boah. Auch nicht schlecht. Jetzt klicken wir doch mal hier rein. Wir schauen mal einfach, was hier passiert. Wir klicken mal in das Golden Turd rein. Also wir sind jetzt hier durch. Benders Orphanarium, definitiv auch interessant. Also muss sich jeder von euch selber überlegen, ob er hier die 1000 Steine rein investieren will. Jetzt, wie gesagt, Rich BGE ist da. Und da kann man durchaus, Bender hat fast, also zumindest die schon länger spielen, hat fast jeder irgendwo, wahrscheinlich sogar ein paar Mal zur Verfügung. Und das Golden Turd kriegst du auch relativ einfach. Ja. Schauen wir jetzt mal hier. Was kann man denn mit dem Golden Turd überhaupt anfangen? Wir haben hier diesen High Roller Stewie, der ist. Oh. Oh. Okay. Solid Gold Tuxedo. Oh. Diamond Ring Lois mit der Lois. Oh. Blueberry Delivery Girl. So, Dream Millionär geht schon mal mit der Peggy. Der Old Steve mit Steve Smith. Lass uns mal das Ding hier anschauen. Wir haben 17-fach Punch und wir hätten plus 7, 21-fach Angriff. Da wären wir bei 38. Das ist jetzt aber auch nicht First Hit tauglich. Aber ein Old Steve. Rich Haley. Stans Grill. Also bei Stans Grill und bei der Rich Haley bist du auch schon im guten Bereich mit 36 Angriffen. Ne? Direkt. Hoverthrone King. Rich Francine. Der Money Retriever, den wir bereits angesprochen haben, mit Eugene Belcher. VIP Cruise. Hier natürlich der SWAT Bob. Und das ist natürlich hier so eine Sache, ne? Ich meine hier, SWAT Bob, zieht euch das rein, das Ding hier mit dem Golden Turd. Holy shit. Selbst der normale Epic Bob hier. 19er Mauer, 19-fach heilen. 17.
wärst du bei 25 Angriff, 25 Angriff und wahrscheinlich, vermutlich achtfach Schild noch. Ja, in der Mythic-Version geil. In der normalen Epic-Version jetzt, naja, nicht so krass. Hier wieder Bender's Orphanarium. Ja, auch hier mit dem Dr. Zoidberg. Ja. Mit der Mushu. Auch interessant. Amy's Talking Tattoo. Shut up and take my money. Bei Shut up and take my money. Hier auch wieder interessant, ne? Überleg mal. Also wir haben jetzt bei Shut up and take my money in der legendären Version. So, wir sind ja da bereits schon bei 41, ne? Also hier sind wir schon so anfänglicher First-Hit-Bereich. Wenn wir da jetzt aber nochmal 10 draufrechnen, dann sind wir bei 31 und dann haben wir 51. 51 Punch. Das heißt, ein Philip J. Fry gemaxt mit einem Golden Turd gemaxt ist schon fast Louise down. Also Mythic Louise. Und diverse andere auch. Also damit kriegst du schon viel klein. Dazu hast du dann noch ein Schild, ein Zehner-Schild. Boah. Also hier mit Philip J. Fry, Golden Turd könnte interessant sein. Durchaus, ja. Das wäre erstmal alles zum Golden Turd. Das ja durchaus farmable ist. Jetzt gehen wir doch einfach mal hier in die Golden Turds hier oben rein. Da, Golden Turds. Gucken wir mal hier. Neue Karten. Das ist hier dieser 300. Ey, wie geil sieht das denn aus? $300 Haircut. Mega geile Karte. Ey, die sieht ja mal richtig krank geil fett aus. Ein bisschen Ninja. Ninja? Hat Ninja hier in Animation Throwdown jetzt? Bisschen alt geworden, aber naja. Daughtry Chateau. Fake Sun Jean. Lord Griffin hatten wir ja schon gehabt. Mr. Fischöder, so sieht er aus. Pewter Schmidt Mensen. Sack Centmünzen. Ja klar, Dr. Amy Wong. Billionaire Fry. Hier sieht er auch richtig cool aus. Furcat Lois. Die Max Jets ultra geile Karte. Also allein schon dieses Bild. Ultra cool. Oil Recipes. Rusty haben wir noch nicht gesehen. Guck mal hier. Cool. Hier VIP Cruise. Und dann sind wir auch schon hier bei diesen ganzen Epics angelangt. Hier Country, Club Stan. Hatten wir schon gehabt hier. Ja, definitiv interessant. Wenn wir den hier bekommen, lass uns den mal ein bisschen weiter nach oben pushen. So, da hast du hier natürlich auch schon mal, wenn du den gemaxt hast, guck mal, da hast du 21 Angriff, du hast 8er Schild, also auf der Karte drauf, plus diese Werte. Könnte schon interessant sein, das Ding, ne? Könnte schon echt interessant sein. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier oben in die Herausforderungen rein, hier in den Shop. Gucken mal hier bei den super phänomenalen Paketen. Was hier jetzt mit hinzugekommen ist, da sind die auch mit reingekommen. $300 Haircut, Mr. Fischöde, Rusty, Daughtry, Chateau und Pewter Schmidt Mensen. Plus eben diese ganzen. Hier sieht man auch nochmal, das sind die klassisch farmable Mythics. Ja, Leute. Ich hoffe, es war eine informative Folge für euch. Hab jetzt hoffentlich nichts übersehen und an alles irgendwie gedacht. Also für mich ist das auch mega spannend jetzt hier dieser Rich BGE. Und ja, wenn ihr neu seid auf unserem Kanal, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Ansonsten natürlich klar immer Like, Kommentar. Ja, dann freue ich mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann und tschüss.